So, da bin ich wieder. Das ist jetzt nun Teil 2 meiner Nachvertonung. Damit ich weiß, wann ich anfangen muss, drücke ich jetzt Play. Genau in 3, 2, 1. I know. Henceforth, I shall be Captain Baines, the Black Wanderer. But Captain Baines isn't a girl. Steady your tongue, Quartermaster. I can be whoever I choose to be. If your little mind says otherwise, then to the depths with it. Aha, die Schwester ist also der schwarze Wanderer. Die wirkt auch sehr selbstbewusst, würde ich sagen. Sehr selbstbewusstes Mädchen. Die, wie ich das Gefühl habe, auch irgendwie manchmal ihren Bruder so ein kleines bisschen unterdrückt, kann das sein? So, ich habe da so eine Ahnung. Aber ich weiß es nicht. Ich sehe auch noch nicht wirklich einen Zusammenhang zwischen diesem Schauspieler, mit dem wir da ja irgendwie angefangen haben. Weil beziehungsweise ging es ja auch um diesen Regisseur. Ja. Ja, und dann jetzt in diesem Kapitel sind wir jetzt wieder bei dieser Kindergeschichte. Also ja, ich habe nicht mehr ganz, ich glaube, das war das Büro, oder? Wo wir vorhin, beziehungsweise in der vorherigen Folge, wie gesagt, ja, stimmt, da hat sich irgendwie das Licht geändert, nachdem die Tür sich geschlossen hat. Da habe ich mich nämlich auch gewundert. Naja. Midas, der Steuermann. Er liebt Gold über alles. Er kann es am anderen Ende der Welt riechen. Deshalb steuert er immer auf den Schatz zu. Ja, das tut mir schrecklich leid, dass ich gar nicht jetzt vorlesen kann. Wurde ich etwas mit überrumpelt. So, da müssen wir jetzt, glaube ich, ja genau, so war das. Da müssen wir diese Teile für finden. Für dieses Raketending, was da... Ja, ich drücke jetzt mehrmals auf den Knopf, der nicht funktioniert. Aha. Da entdecke ich jetzt das Raketending. Aber da fehlen noch zwei Stücke. Die muss ich erst noch finden. Da finden wir auch noch mal ein Foto. Ja. Und da entdecke ich doch tatsächlich diesen Stecker. Aha, da ist er. Jetzt habe ich ihn wieder verloren. Da liegt er. Und rein da. Los. Ja, da haben wir immer noch das Problem, dass es Ding da noch nicht ganz vollständig ist. Da müssen wir noch zwei Teile finden. Einmal das da, die Spitze. So. Da dachte ich eigentlich, das wäre jetzt vollständig, aber es fehlt doch noch ein Teil. Aber das finden wir auch relativ schnell. Ja, genau, da ist es. So, jetzt können wir das Knöpfchen drücken. Und passiert nun was? My brother. He was always there. Following in my footsteps. Silent. Smiling sadly. Like a warm shadow. Always there, but never really present. Sometimes, when darkness fell across town, we'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky,
watching the stars, but never really seeing them. What he really saw was 1,000 souls on fire. His eyes would light up. The stars were already there. At that moment, I knew he had it in him to make 1,000 hearts bleed, 1,000 heads turn, 1,000 eyes weep. My brother, the silent dreamer, dreaming that a day would come when we could leave it all behind. The journey of a lifetime, a light on the horizon, a flame to call his own. Yes, he had it in him to make 1,000 souls burn, make them feel alive, make them live forever, 1,000 lives. But never mine. Never mine. There we were, dreaming our souls away into the night sky. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. When we could almost reach out and take it. A cruel shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something else took its place. Something vicious. Something. Ja, da mussten wir den Asteroiden ausweichen, was aber jetzt nicht allzu schwer war. Aber jetzt wissen wir, dass der Bruder so ein Träumer war. Und da haben wir noch eine Trophäe freigeschaltet. Ja, hier war ich in der Tat sehr verwirrt. Kann man so sagen. Ich habe einfach absolut nicht verstanden, warum ich da jetzt unten in diesem Graben war. Ich weiß jetzt auch absolut nicht, ob die vielleicht eins der Kinder irgendwie begraben haben. Ich weiß es nicht. Da wurde ja auch in den Briefen... What will the Black Wanderer do now? Da wird ja jetzt in den Briefen, teilweise, die wir da gefunden haben... One day we'll get to see how it ends. Da haben wir ja so Briefe von der Frau gefunden, die auch irgendwie hochschwanger war, aber auch Schmerzen hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Geburt so tipptopp lief. Das weiß man jetzt auch nicht. Da ist wieder der Ladebildschirm. Und was haben wir da? Something bad happens. What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside, and I will always be there for you. Forever? Forever. Forever ever. Für immer und ewig. Da ist wieder jetzt alles dunkel. Und wir sehen ein paar Monde. Gut, dass ich so ein schlechtes Langzeitgedächtnis habe. Deswegen weiß ich nämlich absolut nicht mehr, was in dieser Folge nochmal passiert. Vielleicht werde ich mich wieder dran erinnern, wenn ich es sehe. Ich glaube, wir werden... Ah, ja, genau. Ja, ich verrate noch nichts. Wir werden gleich dorthin gelangen. Erstmal irritiert gucken und schauen, ob nicht vielleicht noch andere Türen funktionieren. Aber nein. Das wird nicht so sein. Da muss ich dich enttäuschen. Ich meine, beziehungsweise mich. So,
Wasserrechnung ist egal. Das lassen wir laufen. Anscheinend. Tja, was wird jetzt nun passieren, wenn wir da durchgehen? Auf diese bedrohliche Silhouette. Ach nee, ich mach doch die Wasserhähne wieder zu. Oh, war ja gar nicht so schlimm. If you want to make it to the end, just remember, the monster can be scary, but it's sad too. Because at the end of the day, it's just as lost as we are. Tja, der wird wohl... Ja, genau, da wird jetzt bald das Rätsel auf uns zukommen. Ja, jetzt bin ich wieder ganz verwirrt, weil ich durch das Schlüsselloch geguckt habe. Und jetzt sind wir auf einmal in diesem Raum. Das war in der Tat sehr verwirrend. Und da gibt es so ein Rätsel mit diesem Schattenspiel. Ja, da muss ich zugeben, da habe ich etwas länger gebraucht. Jetzt weiß ich natürlich, wie es funktioniert, aber... ja, ich probiere da jetzt erstmal ein bisschen aus. Der Ventilator zeigt sozusagen immer die Schatten von dem Wind an. Ich muss auch zugeben, ich weiß nicht so ganz, ob ich das Rätsel bis heute so richtig verstanden habe. Weil anscheinend gibt es da ja auch mehrere Räume. Weil ich ja manchmal mit dem Auge durch dieses Schlüsselloch gucken kann. Naja, in dem Fall jetzt nicht. Da auch nicht. Tja, und jetzt? Ich touch das noch ein bisschen an, mach das Wind-Dings wieder an. Ich glaube, gleich müsste auch mal langsam der Moment kommen, dass das Waschbecken ja läuft. Vielleicht komme ich da gleich drauf. Ich weiß es noch nicht. Aha! Da habe ich es nun endlich entdeckt. Und oho, der Regen hat auf einmal aufgehört. Interessant. Aber wachsen tut es jetzt dadurch auch nicht. Tja. Ja, da habe ich, glaube ich, gerade gesagt, dass ich einen Moment brauche. Ja, vielleicht auch ein bisschen längeren Moment, so, weiß ich nicht. So, jetzt versuche ich es nur mit einem Wasserhahn. Mach das aus. Und es scheint doch zu wachsen, oder nicht? Nee, das ist jetzt zu viel des Guten. Ich weiß es jetzt natürlich schon. Ja, junge Dame, Sie müssen den Wind ausstellen. Das ist der erste Schritt. Also im Prinzip hatte ich es einmal ganz kurz richtig, aber ich habe nicht lang genug gewartet. Und nochmal sich mal an die Türen zu gehen, bringt dich auch nicht weiter. So, ja, genau. Machst du eins zu? Vielleicht solltest du einen Wasserhahn wieder anmachen?
Ja, sie macht den Wind aus. Ja. Ja, ich habe es endlich rausgefunden. Die Pflanze kann wachsen und wir können in den nächsten Raum. Da schaue ich noch mal kurz, ob man dieses Augensymbol da hat. Das hat man aber nur an der Tür. Genau. So, jetzt müssten wir de in dem Raum sein, den wir uns gerade durchs Schlüsselloch angeschaut haben. Ich bin jetzt natürlich jetzt schon etwas schlauer und mache wieder nur den Regen an. Scheint aber auch nicht ganz zu klappen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser. Nee, Türen sind auch alle verschlossen. Ich versuche es jetzt mit dem anderen Wasser. Auch nicht. Vielleicht das zweite Wasser. Aha, da finde ich auf einmal das Radio. Aber jetzt ist da ja so ein Sonnensymbol. Gerade war da ja ein Mondsymbol, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Krass. Aha. Ja, ich habe immer den Drang danach, die Wasserhähne zuzudrehen. Weil wer lässt denn einfach so einen Wasserhahn laufen? Macht doch keiner. Jetzt stehen wir wieder auf in der Wohnung. Ich bin in der Tat etwas verwirrt. Ja, das dramatische Radio nervt wieder. Das muss ich natürlich ausschalten. Da ging es ja in den Keller, aber auch noch verschlossen. Aha, jetzt können wir durch diese Tür. Lucia, erste Offizierin. Sie lässt nicht zu, dass jemand die Crew missachtet. Oder den Captain. Weil sie sehr stolz ist. So stolz. Ja, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, aber nicht viel. Und da kommen wir endlich nach draußen. Das ist doch mal was. So, das war's dann erstmal für die Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Father, no, please. Tschüss. Hast du wirklich bis hierhin geschaut? Wäre ganz nice, wenn du ein Abo dalassen würdest. Das wäre ganz nice. Dankeschön. Hä?